Jetzt als nächstes spielt Aaron gegen Baumi, habe ich schon gesagt. Vorher sind Kingspawn-Spieler bei den Openings. Wir können vielleicht ein Italian Game Verbot erwarten oder ein russisches Spiel. Jetzt vielleicht geht es sogar, dass da Baumi ein Evans Gambit bekommt, das was er sich allem schon gewünscht hat. Aber er muss was schauen. Schauen. Natürlich kann man sagen, dass vielleicht der Aaron jemand war, der was auf das Wunsch sprechen könnte. Aber wie schon gesagt, wir möchten natürlich auch nicht in Aaron Zyklon reden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist er natürlich in der Position, wo er ist und er verdient. Und normalerweise, wie wir davor einmal kurz besprochen haben, war der Kingspawn Opener. Ein paar der Spieler, die was gerne mit dem Italian Game anfangen. Ja, bin mal gespannt. Wobei man auch sagen muss, zum Beispiel Baume hat in Markei überrascht, indem er Queen's Gambit gespielt hat. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht hat er noch in seinem Repertoire, das was er. Aber wahrscheinlich will er sich selbst maybe einen anderen. I'm just saying, maybe. Bonziani. The better Italian Game, the Bonziani. Ja, vielleicht sag ich. I'm just saying, es war ultra funny. Ich dachte, Ganki komplett full commentating. Umso öfter als Bonziani gespielt wird, umso eher kann da Oliver eine Lohnerhöhung sich da wünschen, weil umso mehr valuable ist der Oliver. Absolut, absolut. Ich habe ihn eigentlich leicht gestellt. Er hat mir ziemlich viel von Bonziani gezeigt und dass er sich sein wirklich gut auskennt. Deswegen habe ich ihn überhaupt erst eingestellt, ja. Was man auch Baum jetzt sich gerade Bonziani schreibt mit HP. Das ist jetzt wieder ein bisschen schmerzhaft. Auf jeden Fall die Bonziani Church wird alle willkommen heißen. Warum muss ich so schnell die Moves umschauen? Ja, würde ich mal jedem empfehlen, einfach mal zu googeln, einfach mal in zu schauen. Come and join in. It's wonderful here. It's comfortable, it's warm, it's full of traps. Du Marc sagt, es gibt die Bonziani eigentlich gar nicht. Ich hab Bonziani leugnen. Ja. Nein, aber wir können auch kurz über die Spieler selber nicht mehr reden, wie sie sich angestellt haben, das Turnier. Der Aaron war in meiner Gruppe, ist dann ziemlich confident auf den dritten Platz gekommen, hat sich am Anfang ein bisschen geschwächelt, aber in der Mitte von die Spieltage hat er sich viele Siege gesichert und damit ist er auch auf den dritten Platz gekommen. Hat er sich ja verdient, war eindeutig stärker wie andere in der Gruppe. Und danach ist er gleich im Achtelfinale auf einen Titan gestoßen und den Sam hat er auch fertig gemacht. Ja, muss man einfach so sagen. In Maxi. Genau. Zum Baumi selber, er war ja in meiner Gruppe, er war Gruppenerster, hat unglaublich stark gestartet, war sehr, sehr lange ungeschlagen, hat sich, glaube ich, seinen ersten Verlust gegen ihn, Philipp geholt. Und ich glaube, seit Sam hat er, glaube ich, haben wir noch 91 Mal verloren. Ich glaube, er hat 2 losses, ich bin aber nicht sicher. Was ich da mal definitiv sagen kann, ist, auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, dass meine Gruppe jetzt nicht definitiv die stärkste überhaupt war, hat er sich wahnsinnig gut geschlagen, hat wahnsinnig gut gekämpft und der Baum ist einfach historisch gesehen schon seit Season 1 dabei, im Season 1 im Finale gestanden, ist zwar ungeschlagen, ist ins Halbviertelfinale gekommen, wo er nachher leider Gottes wegen einem schlechten Tag ausgeschieden ist. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie er sich das Turnier schlagen wird. Er ist definitiv einer von den Top-Favoriten. Definitiv jemand, der was wahrscheinlich auch mit solchen Größen wie Julia Balkner es eventuell aufnehmen könnte. Hey. Aber jetzt, ja, jetzt schauen wir mal, wie die Partie laufen wird. Und ja. Ja, vielleicht sag ich mal Boncloud, ist gerade im Chat erwähnt worden. Wenn der Baumi ein Big BP hat, dann soll er Boncloud spielen. Genau. Und der Baumi hat geschrieben, sie ist confirmed. Also
Hast du da die Bankleiter mal angeschaut? Kennst du das Opening auswendig? Auswendig kenne ich es nicht. Ich kenne ein bisschen Advance, also das Wichtigste weiß ich gerade noch. Ob er es da spielen wird oder nicht, ich meine, man muss auch fairerweise sagen, auch wenn er jetzt das nicht spielt, es ist keine Schande, ein Small PPC haben, weil wir wissen alle, alles ist klar im Anbetracht Verschmälers Regel. Und ja. Was gibt es jetzt zu sagen für ein Spiel? Jetzt ist es gleich schon so weit, jetzt hab's gleich ja, aber der Baumi hat auch schon PTSD von den Spielen von mir gegen mich gehabt. Ich habe ihn das letzte Mal außen gehabt. Aber ja. Schauen wir mal. Aber sich da überhaupt nicht mehr retten gekannt hat von dem PTSD. Ja, also wie schon gesagt, vielleicht hat er uns das gelernt, auch nicht. Ich schreibe ihn jetzt auch schnell. Oder er ist ja im Chat. Seid ihr soweit bereit? Könnt das Spiel gleich starten? Oder ist der auch noch nicht da? Ich weiß dann ein bisschen noch vor Schedule. Er Ich hat. wurde. Grüße gehen raus an den Ivan Avinante, der was fleißig auf dem Fernseher zuschaut. Hat mir gerade Nice. geschrieben. Hallo, hallo, Mach schon Ivan. gut. Hallo Ivan, ich hoffe, es ist gemütlich gerade da, wo du bist. Ich hoffe, du schaust schon die Partien gut an. Das nächste Mal, aber wir müssen mal in der Gruppenphase in die Cam. Wir müssen einfach aber gegeneinander Schach spielen. Ich habe gerade die Nachricht bekommen von Baumi, dass er bereit ist. Ich gehe gleich hin ins Spiel. Moment, er ist außen. Er hat letztes Internet, weil er in Urlaub ist. Schreibt er. Bell Er ist kann natürlich ein vielleicht bisschen blöd. Aber schwierig. wir gehen echt da hin. Also ist er in Urlaub gefahren. So viel confident, dass er in Urlaub ist. Okay, Ian ist Go geben. Okay, dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Baumi fängt mit Weiß an, Aaron auf der schwarzen Seite. Kannst du sagen, dass der Baumi sich mehr komfortabel auf Weiß oder auf Schwarz fühlt? Ich glaube, er ist auf beider Seiten confident. Deswegen E4, Kings Opening, wird geantwortet mit E5, Okay. Springer F3. Und da kommt das russische Oh! Spiel. Das kennt ihr in der Stafford Gambit in die Gier. Nein, das ist, glaube ich, die normale Variation. Ich kenne mich da Genau. auch nicht so gut aus. Und das Opening nie gelernt. Ich bin jetzt auch nicht der große Fan von Russian Opening. Einfach leid deswegen, weil mir das getradet oder der Opposition die Knights einfach nicht gefällt. Das ist eigentlich eine Position, was man öfter sieht in Russian Game, glaube ich. Deswegen soll der Baumi da nicht so viel Zeit investieren in die Eröffnungsmoves. Die Queen ist jetzt auch schon gleich draußen. Ist damit ein leichtes Ziel für einen Angriff, wenn der Baumi will. Genau. Da Baumi verteidigt er sofort seinen Pawn, developt gleichzeitig ein Piece damit. Die Queen ist noch nicht direkt in Gefahr, aber man muss natürlich allem aufpassen. Wenn die Queen so weit vorne ist, nachher gibt man im Gegner allem die Möglichkeit, Pieces zu developen und gleichzeitig die Queen zu attacken. Das heißt, nicht lei hat der andere die Möglichkeit, den Pieces zu developen, aber der Gegner oder der Spieler, der was eben die Queen vorhat, verliert extrem viel Zeit, weil er die Queen allem repositionieren muss. Ganz genau, jetzt fehlt der Knight, der was die Queen da angreift hat. Das ist ja schon weggetradet worden. Deswegen ist die Queen im Moment in Sicherheit. Der Baumi kann auch einen Pawn-Push machen, um sie wegzudrängen. Aber dieser Pawn-Push schwächt auch die King-Side. Deswegen empfehle ich sie vielleicht nicht. Aber der Baumi developt, also pusht ganz normal in A-Pawn, um damit die Queen auf den Knight zu verhindern. Dann Dark Squared Bishop. Aaron hat da schon sein Frappuccino vorbereitet. Attackiert den Pawn. Baumi verteidigt seinen Pawn wiederum mit seinem Bishop. Hat Jetzt war. damit
die Kingside open, so hast du kein Castle. Hat er mit die Kingside auch gemacht, genau. Kann Genau. Castle, wenn er will. Jetzt der Aaron müsste ne in Dark Squirt Bishop developen, um zu castlen, aber macht da gleich schon einen Push in die Mitte. Greift das Center weiter an mit einem Pawn. Das kann, glaube ich, aber der Baum ja einfach mit einem Bauernbusch aus F3 verteidigen. Aber entscheidet sich mit der Queen zu verteidigen. Er will die Verteidigung vom König aufrechterhalten. Er will sie stabil halten. Absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, Queen, der Queen Move war da der Richtige. Ist jetzt auch ein bisschen in einer aktiveren Position. Und ich glaube, Weiß hat momentan noch ziemlich viel Tempo. Weil Weiß kurz vor dem Castle ist und die Pieces schon gut developed hat. Der macht da weiter einen Pawn Push. Weiß ich nicht. Die Frage ist, stoppt man den jetzt oder lässt man ihn weiter kämmen, weil er kann sich ja nicht weiter bewegen. In Grotke würde ich sagen, der Dark Squirt Bishop von Baumi ist jetzt ein bisschen eingespecht und damit ein schwacher Bishop. Vielleicht überlegt der Baumi auch Queenside zu castlen, damit der Leitschwert Bishop von Aaron nicht jetzt den König schafft. Nicht so stark ist. Er war auf jeden Fall eine Idee. Er hat natürlich alle Möglichkeiten damit. Aber jetzt attackiert er einen Weak Pawn, genau, auf G2. Das kann er wiederum verteidigen mit einem Castle, aber das ist, glaube ich, effektiv die Entscheidung gewesen. Der Baum wird Queenside Castle. Da mag er nicht taken. Da mag er nicht taken. Der Bishop ist, der Pawn ist gepinnt und damit verliert er Aaron die Dame. Schon wieder Queen Plunder. Wie gesagt, viel Queen Plunder das Turnier. Leider, leider. Ich glaube, wir können das nächste Turnier einfach Queen Plunder nennen, statt CLP. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig. Weiß. Unlängen voraus. Und ich glaube, da kommt das Schachmatt da schon. Ist das schon ein Checkmate? Weil da muss er, wenn er da jetzt da muss er pushen, das Schachmatt. Ja. Das Checkmate. F in the chat für Aaron. Leider, F in leider. The chat für Aaron. Ziemlich aber da Spiel. Sieht man die unglaubliche Dominanz von Baumi. Also eiskalt, also er sieht einen Fehler und der macht ihn nicht. Langsam fertig. Er nimmt sich nicht die Zeit. Nein, er tut die instant Schachmatt setzen. Ganz präziser Moves von Baumi. Und damit macht er da ganz schnell fertig. Ich glaube, er will, dass wir im Stream frühzeitig beenden, damit wir ein bisschen mehr Freizeit haben. Ja, oder wahrscheinlich will er einfach ein langes Interview haben. Also sei ja. Er braucht den Alkohol halt anscheinend, weil die Queen Blunder sind einfach too much für mich. Okay, da kommt jetzt da. Wie heißt denn das Opening? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Soll man da nicht ganz außen gehen? Das ist ja so. Ich weiß nicht. Man bringt klein. Er weiß, was das ist. Was ist das? Du kommt bis Schäfermatt. Du kommt bis Queen außen. Schau, da kommt die Queen aus! No way, das ist still ein Schäfermatt. Oh. Na, aber der Baumi kennt das natürlich. Blocks. Funktioniert nicht gegen den Baumi. Aber der Aaron kann, wenn er will, jetzt die Queens traden, damit er sie nicht blundern kann. Ist natürlich eine gute Möglichkeit oder eine gute Idee. Man sagt auch, also theoretisch kann man sagen, dass das ein Pin war. Indirekt, aber. Egal. Ja, da hat er gesagt mit dem Knight Deck. Mit dem Knight Deck. Jetzt ist nämlich dort die Free Development für Knight und jetzt hat er die Bone Structure geschwächt, da Aaron. Aber ja, man kann es ja mal probieren. Vielleicht funktioniert es. Ja. Wenn man schon 1-0 hinter ist und gegen einen starken Gegner kämpft. Ich glaube aber, das ist. Ich glaube, das ist jetzt von aus Aarons Sicht einfach ein bisschen. Ich glaube, er will seinen Urlaub bei mir genießen. Ich glaube, er hat gesehen, dass das nicht mehr wahnsinnig einfach wird, da einen Sieg außen zu holen.
Ja, ich hatte Weisheit selber auch der Nachgier gemisst, weil ich an meiner Queen nämlich auch geplant gegen den David. Ja, passiert, leider Gottes. Leider Gottes viel zu oft in den Turnier, aber es kann die Spieler interessanter machen, es kann aber genau das passieren wie im letzten Game, dass das Spiel einfach noch innerhalb von 10 Zügen irgendwie vorbei ist. Man hat sich ein Vorteil erarbeitet jetzt mit einem Knight Deck. Ja, und kann, wenn er will, Queenside Castle, damit er ein bisschen mehr Pressure in der Mitte hat. Aber Es jetzt passiert die genau Pawn das. Structure ist ganz wilde von Aaron. Ja. Da zwei Double Pawns, da zwei Double Pawns. Das sind größere Schwachstellen, was der Baum hier ausnutzen kann, wenn er Und will. wert, Und da, ja, in Rücken würde ich sagen, da ist ja ein Premium Square für Knight. ja. Ganz vor, am vordersten Front. Und dann kann man nicht wegpushen, weil die Pawns wechseln. Das ist gedeckt praktisch. Bei den eigenen Pieces. Und jetzt gibt es Castle. Dann kann er Schach setzen, wenn er Genau. will. Holt sich damit die offene Linie, die offene D-Linie. Seine Checkmöglichkeiten, na. Jetzt müsste der Aha. Baum vielleicht den Im Pawn Bauen nochmal pushen, genau. pushen, damit er dann auch mit dem Bishop außen kommt Und gleichzeitig, ja. und nicht den Pawn verliert. Dass er überhaupt eben im Bishop aussehen kann, nicht. Ohne dass er eben Pawn verliert. Der Und Aaron da, das war es contestet nicht. Das. die offene Linie. Wir haben schon in vorheriger Ihre allem öfter, oder im vorherigen Spiel haben öfter gesagt, dass wenn man Pieces behind ist, sollte man versuchen, nicht zu traden, Ja. weil es einfach noch auf ein ungünstiges Late Game außen läuft. Da kommt jetzt ein Attack auf dem C2-Bahn, ist noch gedeckt vom König selbst. Aber wenn der Baum noch eine Chance findet, vielleicht mit dem Rooker Check zu machen, und das kommt ein unglücklicher Knight Mo King Move. Ich glaube, du kannst da nochmal Check machen, genau. Jetzt ist die Frage, wo geht er hin? König, okay. Entscheidet sich, im Bahn zu defenden. Er kann alle da hergehen, weil die anderen Squares sind gedeckt durch den Ja, stimmt, durch Knight. den Knight. Ja, der Baum, auch wenn er stark in Führung ist, er übersieht er nicht. Also, er vergisst nicht, was er Pieces hat. Und ich Er glaube, es weiß ist auch ein größer Grund, wieso er so konsistent ist. Jetzt kann er mit dem Rook auf die zweite Reihe, wenn er will, greift damit in Knight und dann Pawn zugleich. Ah, gewinnt damit am genau. Pawn. Und der Knight Es ist nicht kann. defendable an sich. Also er kann mit dem Knight ausweichen, aber er verliert Ja, er vor allem verliert den einen Pawn. Pawn. Ja, den Pawn verliert er. Aber jetzt, wenn da. Na, er deckt den Pawn, ja. Er tradet erst schon und danach deckt den Pawn. Ja, aber kann jetzt nicht einfach der Rook gedeckt werden? Ah Irgendwie ja, blind. stimmt. Ja, wo sehe ich das? Das vergisst man schnell. Schau, er hat es nicht gesagt. Nehmen Oh wir no. Glück hier ab. Oh no. Nehmen Wait. wir Glück hier ab und Achso, ja, nein, der ist der ist gedeckt durch gedeckt, den Bishop. ja. Und jetzt hat er wieder zwei Pawns, die was ein Schwachsinn, die was er sich holen kann. Und das kann er jetzt ganz, ganz ruhig und gelassen auch ein Spiel. Ja. Nur war ein kleiner Hoffnungsschluck noch für den Aaron gewesen, wenn er ihn Rook gedeckt hätte. Aber jetzt ist es wie es ist und die Partie, der schaut eigentlich schon over aus. Der Aaron versucht es mit dem Backrank-Checkmate, aber der Baum macht schnell Luft. Aber das ist recht ein schlauer Zug, weil wenn der Baum mit zurückgeht, dann erwartet wieder Backrank-Checkmate. Deswegen versuchen kann man das auch mal machen. Aber der Baum, wie schon gesagt, der fällt auf solche Sachen nicht ein. Er sieht sie. Da wird der nächste Pawn gedeckt. Wir haben nur sehr wenige Pawns auf White. Kann theoretisch einen Pawn-Push machen. Gleichzeitig einen Attack machen. Ja. Macht den Pawn-Push, greift den Bishop an und greift den Pawn an. Genau. Andererseits kann jetzt der Baum natürlich einen Angriff auf den Rook starten. Was an. Okay.
entscheidet sich aber dagegen. War eine gute Idee gewesen, um ja, Bauern zu um den beschützen. Bauern zu beschützen, ja. Okay, bei Check. Aber da gibt es nicht mehr recht viel mehr, was ein Arsenal hat, glaube ich. Ja. An sich kann der Aaron nur D2 spielen, D7 spielen. D7? Vielleicht ein bisschen. Also, ja, Entschuldigung, nicht D7, Rook D7. Ah, Rook D7. Vielleicht ein bisschen noch die Bonds attackieren. Aber okay, er entscheidet sich zu taken. Er deckt zurück. Und Bamis Plan ist jetzt. So, okay, bis Checkmate. Ah, ja. Das ist Checkmate. Das ist Checkmate. Ah, er sieht es so nicht. Ah, das war ein ziemlich cooles Checkmate gewesen. Ja, weil der Bauern hat Dates vor. Genau, der Bischof. Gehalten und der Bischof. Vorfeld. Genau. Ja. Jetzt kann aber, er auch, jetzt kann er leider nur ausweichen. Ja, aber ich glaube, gewinnt damit. Gewinnt genau, damit. Queen. Und das ist. Damit in Rook. Na, das. Nein, es ist nur netter. Das ist ja ein letzter Trade. Nein, ich sag, es ist. Ich denke mal, ob es Checkmate ist. Ah, nein, aber es ist ja nur der Angriff an Rook. Er kriegt den Rook zurück, ja. Das ist aber ein letzter Trade. Verliert er in Rook und die Queen. Ah, ja, stimmt. Gegen den Rook. Kann noch mit, aber echt eine ja. Easy Go machen, ne? Die Bounce von Aaron sind in komplett lost. Und das sind zwei Bounce auf B6 und A7, der was eigentlich Lama noch starten will. Können sich gegenseitig beschützen. Ja. Vor allem ist der King in der Favored Position. Ja, das und wenn der Baum alle Bonds nimmt, hat er automatisch, zieht er automatisch ins Finale, weil Lamne Unentschieden möglich ist. Genau. Nein, nicht ins Finale, ins Halbfinale. Ins Halbfinale, ja. Mhm. Aaron spielt würde halber noch die Partie zu Ende. Aber ich glaube, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu der ganzen Geschichte zu sagen. Der Bahn auf der F-Linie wird durchgepusht, wird zur Queen gemacht. Es ist egal, wie der Outcome vom Spiel ist. Der Baum ist damit offiziell im Halbfinale. Great Ball sagt, nein, der Baum gewinnt nicht das Spiel. Genau. Kann man, glaube ich, nicht ganz vertrauen. Ja, und jetzt warten wir eigentlich lassen wir nur aufs Checkmate. Vielleicht Checkmate mit Queen und Bishop. Baumi win, but small pp, weil er nicht Bon Clark gespielt hat. Und das ist Checkmate. Das ist Checkmate. Ja. Solide auch gespielt. Wollt sie erwarten, der Aaron hat aber ein paar Tricks probiert. Ja. Ich respekte ja, das. Chefformat ist jetzt vielleicht nicht ein Trick, den muss man auf der Elo probieren sollte. Ja, ich glaube, Schäfer meint, vielleicht hat er sich auch anders Gambit mit der Falle aussuchen gesagt. Weil Schäfer-Matt ist einfach das Erste, was man einmal gesucht hat auf YouTube. Ja. Und danach ja, denkt ja. man sich, oh, dann mache ich jetzt fertig mit Schäfer-Matt. Aber das funktioniert leider gegen ganz neuer Spieler. Das funktioniert und das sage ich aus Erfahrung, weil Junke Bahn Schach zu lernen. Es funktioniert nicht einmal gegen den einfachsten Bot. Es funktioniert nicht einmal so. Wir können wieder in Baume fragen, mein Interview. Jawohl. Jetzt schauen wir mal, wo er sich gerade aufhaltet. Ah, da ist er, der Enderman Schlang Ding Dong. Schauen wir mal, ist er tendenziell bereit für ein Interview? Er ist noch gemutet im Channel, deswegen möchte ich den nicht zu früh mofen. But at the same time. I don't care. Was moved to your er wird sich schon irgendwann mal entmuten. Ich will einen freundlichen Anstupser. Schauen wir mal, ob er antwortet. Vielleicht hat er sich ja gerade die Flasche Prosecco getrunken. Ja, er schnell aufs Klo. Oder Sal, ja. Deswegen hat er so schnell gespielt. Grüß dich. Hoi, grüß dich. Hoi. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Einziges Halbfinale. Fragen wir mit dir mal zuerst, wie geht es dabei? Ja, also mir geht es gut. Ich freue mich natürlich. Ich muss natürlich meine
Buster da alle Freundesgruppe da vertreten, weil wir es leider alle gegenseitig ausgeworfen haben. Und ja. Ja, nein, ja. Geht gut. Geht gut. So, was hast du dir für ein Match mit den Aaron heute erwarten und wie steht es im Verhältnis zu dem, was du nachher heute gespielt hast? Wir von Aaron erwarten, also er hat ja in Maxi in der Vorrunde außen geschmissen, deswegen habe ich eigentlich gewusst, Aaron hat etwas gut drauf, kann gut spielen. Ich bin mit der Einstellung hingegangen, nur eigentlich sehr aggressiv zu spielen, was man nur natürlich im ersten Spiel jetzt mit dem Queen Plan da so semi gelungen ist, das ist natürlich sehr unglücklich für ihn gewesen. Und ich glaube, das zweite Spiel haben es ganz gut errichten. Er hat zwar einmal ein Bies geplandert, aber haben wir eigentlich gut gespielt, bis auf das Mate in 1, dass wir es übersehen haben, dass wir es erst während den anderen Zug gemacht haben, gesehen haben, aber ja, passiert. Was kannst du zum versuchten Schäfermatt sagen? Ja, also natürlich hat man, sollte man im Laufe von seiner Chess-Karriere viel Erfahrung mit solcher Openings dann da noch ausgestellt. Ich habe die Queen noch gleich getraden, was man eigentlich hätte in Solat, weil im Endeffekt hat er in Night Development bekannt durch sein. Ja. Aber ich habe mir noch gedacht, ich war confident in der Endgame zu gehen und auch ohne das ohne Development, ja, und ohne die Queen sicher das heimzubringen, ja. Ja. Ja, es war, jetzt lasse ich dich sagen, ich mache hier noch das ganze Interview, Alex. Ja, ich will sagen, jetzt beim zweiten Spiel war ein Zug, der was in Aaron eigentlich die Partie verloren hat. Nach dem Zug hast du die Führung übernommen und auch ganz solide heim gespielt. Es war nämlich der Bauernpush. Schon gesagt, dass es ein Blunder ist. Ja, also in den Bauernpush, den die 5 Bauernpush ein paar Züge vorher schon vorbereitet gehabt, indem ich meinen Bischof für sein Knight hergeben habe. Das ist etwas, was ich normalerweise nicht tue, weil ich im Gegensatz zu Oliver die Bischöfe mehr schätze. Ich habe den Zug vorbereitet und habe gewusst, also wenn man da die 4 Bauernpush durchgeht, habe ich eigentlich eine ziemlich stabile Mitte. Natürlich kann ich jetzt nicht erwarten, dass ein Bischof etwas verstellt, aber ja. Ja, ich glaube, bis zum Schluss muss man sagen, es war vielleicht für dich ein bisschen eine ernüchternde Partie. Jetzt kannst du noch was sagen. Das Checkmate will ich da nicht sagen, kurz. Achso, als. Da war er das Jens Schachmack gewesen. Ja, das habe ich während dem Bauern gepusht haben, ist gesagt. Ja. Das war ein wunderschönes Schachmack. Weil da war der Bauern hat jetzt vorher Pfeiler gecovert und der Bischof hat die Mitte abgeschnitten. Und das war ein schönes Schachmatt. Irgendwas immer erst gesagt, sobald die einander im Bauern gemoved haben, dann ist eigentlich gesagt. Und ja, danach war es eigentlich schwierig, ihn mir noch entschlossen, also in Rook zu traden. Und ich war mir noch eigentlich sicher, dass es mit den Bischofs und die Pawns noch auch durchricht. Ja. Zum ersten Game, wir haben ein Opening gesehen, das, was man normalerweise nicht gewöhnt sein zu sehen, als Russian. Kannst du uns zusammen mit uns sagen? Hast du es vielleicht vorhergesehen? Hast du dich darauf vorbereitet oder kennst du es einfach schon gut? Also ich mich jetzt auf Aaron spezifisch habe ich mich aus Zeitgrund nicht vorbereiten gekannt recht. Es ist also als Russian-Sieg, ich habe jetzt in letzter Zeit einen Online-Partien des Öfteren wieder mal aber wieder begegnet und habe da ein Gefühl gekriegt. Ich muss sagen, ich habe in dem Spiel jetzt perfekt gespielt, da sind da ein paar Fehler gemacht. Also zum Beispiel, nachdem der Pawn getaked wird und er meint, ich glaube der richtige Zug ist der D4. Und der D3, wenn es mit ganz da ist. Richtig, oder also mit die der Engine Queen. Sagt Queen E2. Queen E2, ja. Genau. In den Zug gekickt und ich glaube, weil er noch die Queen hergebraucht hat, habe ich kurz denken gewusst, warte gerne mal ein paar Züge weit. Also, weil er die Queen, da habe ich kurz denken, da habe ich eigentlich überlegen müssen, auf das RZ-Ding. Aber ich habe nur gedacht, also Knight to Trade ist das sicherste. Und hast du noch getan, ja. Das ist ein ganz schnelles Spiel gewesen. Ja. Vor allem durch einen Queen Blunder, weil er eben vergessen hat, dass der Pawn gepinnt ist.
Ja, das habe ich eben vermuten, ihn schon vermuten gehabt, dass das passieren wird, wenn ich ein paar Push mache. Aber ja, ist unglücklich. Man muss auch sagen, er ist gerade in Urlaub und hat sich anders zu denken. Ja, Und ja. ja. Er hat aber ein gutes Turnier gespielt, hat da seine Mark hinterlassen, indem er in Maxi Asen gehabt hat. In Maxi Ärger ist er sicher brutal. Vielleicht ist er damit zufrieden. Und ich glaube, nächste Season sehe ich wohl wieder mehr von Aaron. Ja, sicher. Also ich glaube, ich mag sie außen zu hauen, das ist etwas, was jedem gelingt und ja. Ja. Was sind deine Erwartungen jetzt nur für die zukünftigen Spiele? Du bist ja jetzt im Halbfinale, ich habe mir das jetzt nochmal Lass uns selber noch schauen. Ja. Wir müssen die Dinge ein bisschen stiller stellen, glaube ich. Wie war's, ey? Die Dinge, die Items. Das war ein bisschen laut. Ja, so nächstes Spiel, Halbfinale, findet gegen den Ruben oder David Wild statt. Ja, Ruben kenne ich, habe ich leider ein, zwei Spieler in umgeschaut vor der Gruppenphase. Und den David habe ich jetzt, glaube ich, schon in zwei oder sein Season ist auch schon dabei. Habe ich schon des Öfteren einmal gespielt, wäre das sehr starke Gegner, wo ich sicher dann muss schauen, ja. So, Julian Falkner gegen Gabriel Raso haben abwarten noch nicht gespielt. Was sind so deine Predictions? Ja, also Gabriel Raso ist nie zu unterschätzen. Natürlich würde ich jetzt, wenn ich wetten müsste, vielleicht auf den Julian wetten, einfach aufgrund seiner Performance in der Gruppenphase. Und die haben mit dem Marc haben wir ganz kurz ein paar Spiele von ihm angeschaut und der spielt eigentlich sehr, sehr solide, ohne wirklich Fehler zu machen. Also muss man sicher auf den Julian müsste man sich sicher sehr, sehr intensiv vorbereiten. Ja, Gabriel hat natürlich in Patrick Frasnelli geputzt, der was zum Anfang des Turniers in der Gruppenphase als heißer Kandidat gezählt hat, nachdem er ziemlich gut gegen den Mark gespielt hat. Ja, ich glaube, ab jetzt wird es eigentlich ein extrem intensives Turnier. Wir werden noch eben das wahnsinnig interessante Aufeinandertreffen von Ruben Passer und von David fucking Wild sehen. Aber auch Julian Walkner und Gabriel Raso wird sicher eine sehr interessante Partie und nach dem Halbfinale wird sowieso nochmal neu gemetzelt. Ja, also ich meine, die Spieler, was jetzt drinnen sind, wirklich alle miteinander top. David gegen Ruben wird sicher ein sehr, sehr spannendes Spiel, denke ich. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen in Zukunft weniger Queen Blunders sehen. Haben wir halt schon sehr viele gehabt. Und hat sind zu den vorherigen Tagen, ich glaube im ganzen Turnier haben wir schon sehr viele Queen Blunder gehabt. Ja, leider. Leider. Aber ja, ich glaube, wir haben halt trotz allem einen sehr interessanten Spieltag gehabt. Wir haben Verluste, wie man es so nennen darf, gehabt. Wir haben Gewinner gehabt. Und ja, ich glaube, Alex, kannst du noch zu was sagen? Ja, jetzt mittlerweile sind nur 5 Spieler im Turnier. Sind alle stark, sehr starke Spieler. Und ich hoffe, wir können die nächsten Spiele auch wieder streamen, Halbfinale. Jetzt morgen haben wir das Spiel David fucking Wild gegen Ruben. Und der Gapse hat mir leider nicht Bescheid gegeben, wenn er das er spielt. Also kann ich eigentlich noch nicht sagen, wenn er das was streamen kann. Aber auch fürs Halbfinale, weil wir nachher die beste Coverage bieten. Und ja, es bleibt allem spannend in den Turnieren, nicht? Auf Ich jeden Fall. kann jedenfalls noch nicht sagen, wer der größte Favorit ist. Definitiv nicht. Man kann natürlich ein bisschen noch die Sterne greifen und sagen, Julian Walkner schaut sehr interessant aus. Eben der Matthias Baumgartner, also der Baumi, kann da ganz interessant ausschauen. Nils hat auch eine sehr überzeugende Leistung halt gebracht.
Nachher, logisch, ja, aber jetzt haben ja eigentlich auch schon drei Spieler wieder abgezählt, nicht deswegen. Ruhm und David sind auch gut. Ja. Sind alles tolle Spieler da. Alles sind wirklich alle tolle Spieler. Ja. Aber ich warte ganz ehrlich nur auf das erste nicht Bonobo Rudi gespielte Ponziani Opening. Ja, wer weiß, ja. Also ich kann jetzt dort Taktik verraten, weil du David oder Ruben eventuell zuhören, aber ja, wir können gespannt sein. Voll, die Kirche, wie schon gesagt, hat einfach Platz frei. Kann sich mal über Telefonnummer at Oliver Recker melden. Na, Spaß. Auf jeden Fall, ja. Abschließende Worte. Was möchtest du nochmal vielleicht in die Zuschauer sagen? Ja, das Turnier hat viele, viele Verluste schon gehabt, viele gute Spieler draußen und es sind noch viele gute übrig, was natürlich von der Qualität des Turnieres zeugt. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich kann's, also vielleicht Julian hat für mich eine leichte Favoritenrolle, aber ich kann zum Beispiel in Inson Baum, Ruben, David und ich, glaube ich, spielen alle ziemlich gleichwertig. Es wird sicher sehr, sehr spannend. Die Fans? Ja, für die Fans, hallo an den Schmellhammer als mein erster Fan und hallo an den Abi, mein Mitbewohner, der uns heute zuschaut. Und ja, und seiner Kollegin da. Ciao, ich weiß nicht, wie sie heißt. Hey, macht sich auch ganz gut. Ah, gut. Kann man da schon vielleicht ein bisschen auf uns leaken? Weiß man schon, wer als nächstes in deiner wundervollen Zeitschrift in deinem Blog genannt werden wird? Ja, also das ist natürlich auch sehr heikel, in so etwas Redaktion Zeug aus zu plaudern. Und ich glaube, wir lassen es überraschen. Wir haben eine coole Position gesehen, Heinz gegen Hirschte, was vielleicht analysiert werden kann. Und es ist ja. Lass uns überraschen. Alles klar. Danke, Baumi. Wir hören allen wieder gern von dir. Und wir wünschen dir viel Glück weiterhin. Ja, danke, Henk. Macht weiter. Enkels Stream ist einfach mal super. Danke schön. Danke. Tschüss. 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 Buddy left your channel. Gut, Baumi hat selber im Weg zu dir gefunden. Ja. Was für ein Tag? Was war der? Ja, wir haben ein Recap zu machen. Da Linz hat sehr überrascht gegen Hirsch. 2-0, eindeutig gewonnen. War der bessere Spieler an dem Tag. Ganz genau. Und ich glaube, Baumi gegen Aaron war ein bisschen überschaubar, oder nicht überschaubar. Absehbarer. Ja. Baumi eindeutig besser gespielt. Da hat 2-0 erreicht. Und die Zukunft bringt spannende Matchups wieder. Ja. Jetzt sind wirklich alle Spieler lange stark, die was im Turnier sind. Und ja. Wir können ganz genau predikten, es ist immer so aufgebaut, dass eben halb La One auf dem jeweiligen Trench spielt. Also wir wissen nicht ganz genau, wen der Ninz treffen wird, und wir wissen noch nicht, auf wen der Baum effektiv treffen wird. Das werden wir nachher hoffentlich morgen und übermorgen erfahren. Wir werden sehen, wir werden morgen eine sehr, sehr spannende Partie kriegen. Hoffentlich. Mhm. Auf die ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und ja. Das Turnier nähert sich langsam dem Ende. Muss man auch sagen an der Stelle. So traurig wie es klingt, aber wir nähern uns natürlich am Finale. Und wir nähern uns auch vor allem an einem sehr, sehr, sehr tollen finalen Stream. Mit vielen Überraschungen, viel Werbung. Ja, und viel Aufwand. An alle Zuschauer, denkt auch dran, in Maxi kennt ist allem eine Werbung schicken. Der wird schon auch gespielt im Finalstream. Und er braucht Werbungen. Unbedingt. Ja. Unbedingt, ja. Unbedingt. Ich meine, das Turnier muss auf uns leben. Und das, man braucht halt Sponsoren, das gehört einfach dazu nicht. Na gut. Alex? Ich bedanke mich an der Stelle wieder mal für die Einladung. Es hat wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Spiel mit dir oder die beiden Spiele mit dir zu kommentieren. Und ja,
schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei dir, Oliver. Halb wieder nicht den Ponziani-Experte bei mir sitzen zu haben. Wenn er mal gebraucht war. Aber wie gesagt, du ein Naturtalent in Reden, sagen wir mal so. Und allem wieder gern. Ich bedanke mich auch bei den ganzen Zuschauern, an alle Follower, die was halt gefollowt haben und generell gefollowt sind. Und ich bedanke mich an die ganzen Spieler, die was uns erlauben, die Spiele zu streamen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder beim Spiel David gegen Ruben. Ja. Kann man vielleicht sagen, David gegen Goliath? Hm? Aber fürs Essen sind sie ausgeglichen. Ja, leider sind sie ausgeglichen. Leider. Na eben, man will ja spannende Matches. Genau, ja. Ja, danke an alle und wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Schönen Abend.